Mist, keine Power mehr. Wo bekomme ich jetzt nur Power her? Oh, danke. Soll ich dir zeigen, wie man aus diesem Apfel Power macht? Ja, bitte. Dann steig ein. Du stehst gerade in einer Biotonne. Da kommen diese Sachen heran. Und was ist, wenn die Tonne voll ist? Dann wird sie von der Müllabfuhr abgeholt. Und wo kommen die Bioabfälle dann hin? Das zeige ich dir. Das ist eine Vergärungsanlage. Und was entsteht da? Biogas. Was dort passiert, zeigen wir euch hier. Werden organische Verbindungen unter Luftabschluss gebracht, dann beginnen sie sich zu zersetzen. Für diese Zersetzung sind Bakterien zuständig, die sich darauf spezialisiert haben, ohne Sauerstoff zu leben. Diese Bakterien machen übrigens auch die Löcher in den Käse. Als Produkte dieser Zersetzung entsteht eine Mischung aus Methan und Kohlendioxid sowie weitere Gase in geringen Anteilen. Die natürlichen Zersetzungsvorgänge in der Natur sind das Vorbild für moderne Biogasanlagen. Diese Gase sind brennbar. Wie viel Power in Kartoffeln steckt, zeigen wir euch jetzt. Und was passiert mit dem Biogas? Das wird in so einem Kraftwerk verbrannt. Und was entsteht da? Strom und Wärme. Also Power. Genau. Power aus der Biotonne.